Der Blick geht zum direkten Tabellennachbarn. Zwei Zähler Vorsprung haben die Bayern auf Freiburg. Die Roten wollen sich weiter von den Breisgauerinnen absetzen. Die Münchnerinnen rechnen in Freiburg mit einer spannenden und intensiven Partie. Die Mannschaft von Trainer Tom Wörle will mit einer guten Leistung überzeugen und unbedingt den Dreier mitnehmen. Freiburg ist eine sehr spielstarke Mannschaft. Die haben sehr viele kleine, quirlige und technisch versierte Spielerinnen. Da wird es immer sehr schwer, ähnlich wie Essen. Und wir wollen natürlich kampfstark auftreten und unsere Qualitäten auch mit dem Ball ausspielen. Nach einer intensiven Vorbereitung auf die Rückrunde ging es für die Mädels bereits letztes Wochenende wieder los. Dabei konnten sie einen 2:1 Last-Minute-Sieg gegen Essen feiern. Ich glaube, wir haben diese Saison schon 4-mal ein Spiel gedreht und dann auch gewonnen. Nicht nur den Ausgleich geschafft und das haben wir auch am Wochenende. Und man konnte auf jeden Fall innerhalb des Spiels eine Steigerung sehen und dass wir auch als Mannschaft aufgetreten sind, weil ich glaube, anders hätte man das auch nicht mehr wiegen können. Team und Kampfgeist machen diesen Kader so stark. Eine eingeschworene Einheit. Doch auch die Freiburgerinnen sind in dieser Saison schwer zu knacken. Beide Teams haben nur 2 Niederlagen bisher auf dem Konto. All die Jahre waren es immer sehr interessante Spiele, intensiv geführte Spiele zwischen 2 Mannschaften auf Augenhöhe. Und ähnlich wird es diesmal genauso sein wieder auch. Und wir wollen versuchen, auswärts erstmal wieder inhaltlich eine gute Leistung auf den Platz zu bringen. Und ja, natürlich geht es auch um wichtige Punkte, da brauchen wir gerade drüber reden. Aber der Fokus gilt erstmal jetzt nach der Trainingswoche und dann werden wir schon die richtigen Maßnahmen ergreifen. Im Training geben die Bayern Vollgas. Voller Fokus, der Kracher in der Allianz Frauen-Bundesliga. Bislang ist es ein Kopf-an-Kopf-Rennen mit den Breisgauerinnen um den 2. Tabellenplatz. Festigen die Münchner diesen, lösen sie damit das Ticket zur Champions League.